zurück in die Zukunft, um die Welt zu retten. Die Zukunft, ja? Und ich dachte, Franklin wäre verrückt. Nun, ich muss gehen. Bis später. Okay. Hier komme ich noch nicht weiter. So, jetzt vergasen wir die da unten. Okay, wer war der Idiot, der das Feuer gemacht hat? Das ist von einem Bett blockiert. Wohin damit? Was kann ich denn hier noch machen? Jetzt kann ich mir erstmal die Feder holen. Sieht ziemlich sauber hier drin aus. Sag, hast du die Feder mitgenommen? Nein, ich. Da steckte eine Decke im Kamin. Sohn, weißt du irgendetwas über eine Decke? Hatte der Typ neben dir nicht vorhin eine? Wir sehen uns später. Ja je. Was kannst du? Was denn los? Keine Lust auf Reden, was? Schweigegelübde oder so, richtig? Hey, das ist cool. Toller Hut, Mann. Ach, hey. Dein Hut, der hat drei Ecken. Ich mag die Pyramiden, verstehst du? Boah, das ist aber auch dämlich, sich mit einer Mumie zu unterhalten. Hey, bist du wirklich eine Mumie? Wahnsinn. Schön mit dir zu sprechen. Was? Der hat doch gar nichts. Geben wir ihm das Gold. Ah, die letzte Zutat für meine geniale Batterie. Tritt zurück, Sohn. Ich brauche Platz. Ja, nee, ist klar. Wo holt ihr? Mal abgesehen davon. Ein Wunder der Wissenschaft. Sie wird sich prima auf meinem Regal machen, bis ich sie mit nach Baltimore nehme. Sieh nicht nach hinten, die Briten kommen. Wie? Wo? Soll das lustig sein? Ich bin sehr beschäftigt. Das braucht keine Batterie. Was kann ich denn mit dem Laborkittel noch machen? Na, ich kann ja immerhin schon mal. Die muss erst aufgeladen werden. Wo war Franklin noch mal drin? Dem hier, ne?
Das braucht keine Batterie. Ich verstehe nicht, wie sowas fliegen kann. Hi. Keine Zeit. Ich mache Geschichte. Hey, was ist das da auf dem Plan? Sieht aus wie eine Geheimbotschaft. Oh, doch nur ein Kaffeefleck. Ist wohl ein bisschen zu klein für mich. Ich hab hier was für dich, Mister... Mister Superhirn? Gib schon her. Gehört das nicht jemandem? Ja, Red Edison. Aha. Tut mir leid, aber der Mann hat keine Ahnung. Ein leichtes, stabiles Gewebe wie dieses im Keller verkommen zu lassen, wenn ich damit fertig bin, wird es fliegen. Eureka! Der Allwetter Frank O'Copter fertig, um Geschichte zu machen. Oje. Nein, da kommt nichts. Also, was soll ich beleuchten? Zum letzten Mal. Du sollst überhaupt nichts beleuchten. Schubs ihn einfach. Die ganze Zeit? Wie komme ich denn nach da oben? Hör mal, warte einfach darauf, dass ich jetzt sage. Dann schubst du den Drachen in die Luft. Verstanden? Alles klar, Lasagne. Oje. Hoffentlich. Jetzt. Yippie! So. Er fliegt so seltsam. Du hast es. Bleib so. Er ist zu schwer. Ich kann ihn nicht kontrollieren. Moment noch, Ben. Bleib so. Er bricht aus. Er bricht aus. Renn um dein Leben. So. Na, das war interessant. Jau. Kann ich den Drachen mal kurz sehen? Nein. Den nehme ich jetzt mit in mein Labor nach Philly, damit ich die Ergebnisse auswerten kann. Wünsch mir Glück. Hey. Ich kenne deinen Namen gar nicht. Hoagie, Sir. Hat Spaß gemacht, mit dir zu arbeiten, Hoagie. Ich verspreche, mal eine Erfindung nach dir zu benennen. Hey, danke. Oh je. So, jetzt können wir schon mal das eine Klo anschließen. Boah. Juhu. Dann unterbrechen wir hier doch kurz. Bis gleich.